Wenn ich ja ehrlich bin, meine Damen und Herren, ich war ja schon immer ein, muss sagen, Lesemuffel. Aber wenn ich das neue Buch von meinem Gast, vom Dirk Kaczynski, in Händen halte, mit dem wunderbaren Titel Frauen ticken anders und Männer gar nicht, muss ich sagen, ich weiß, was ich heute mache, nämlich lesen. Und Dirk, herzlich willkommen hier bei uns auf dem Sofa von TV Mittelrhein und WWTV. Schön, dass du da bist. Der Titel ist vielversprechend. Ich sage mal, ist mit Sicherheit nichts Politisches. Vielleicht doch, man kann das sehen, Männlein, Weiblein. Aber es wird mit Sicherheit sehr, sehr witzig. Meine Frage an dich, wie kamst du überhaupt zum Schreiben? Mhm. Wie ist das Ganze entstanden? Und hast du immer hier, sage ich mal, humoristische Bücher geschrieben? Also, ehe man in deinem Leben lernst du mal einen unglaublichen Menschen kennen, also wirklich einen unglaublichen Menschen kennen und wunderhübsch. Also wirklich wunderhübsch. Du kannst mit dem super reden halt eben auch. Ja, und dann kam meine Frau. Ja, das ist so. Da kam echt meine Frau und die hat mir die ganzen Geschichten geliefert halt eben. Ja. Deine jetzige Frau, du bist Nein. Also sie möchte unbedingt erwähnt haben, dass sie damit nicht gemeint ist. Also das muss man klarstellen, meine Damen und Herren. Seine aktuelle Lebensgefährtin, das wird auch im Buch hinten gesagt, möchte, dass sie nicht in diesem Buch in irgendeiner Form vorkommt. Aber du warst ja dreimal verheiratet und bist dreimal glücklich geschieden. Nicht? Wie kam es dazu? Fanden deine Frauen deinen Humor zu derb? Nein, zu derb haben die den bestimmt nicht gefunden. Halt. Ich glaube, das waren ganz andere Gründe. Also ich komme aus einer Großstadt halt eben und in der Großstadt ist das so halt, dass die ganzen Menschen leben in Projekten. Also die Arbeit ist in Projekten, die Menschen leben in Projekten, die Beziehungen sind in Projekten. Ja, und ich hatte so viele Projekte für meine Frau gehabt und dadurch kam die Trennung zustande. Wie lange arbeitet man als Autor an so einem Buch? Wie lange hast du jetzt hierfür gebraucht? Also in dem Buch habe ich gut ein Jahr gebraucht. Das lag daran, weil meine Frau musste mir auch Geschichten liefern halt eben und... Okay. Ja. Also heißt, die Geschichten kamen von deiner Frau, gar nicht von dir selber? Nee, also alles, was da drin steht, hat wirklich ein bisschen Wahrheit. Ist natürlich stark überspitzt, die ganze Sache halt eben, aber es ist wahr. Also das heißt, ist dir passiert. Mhm. So, und dann denkt man natürlich sich deine Geschichte aus, wie kriege ich es witzig verpackt. Genau so ist es halt eben. Und wenn man als Autor selber drüber lachen kann, dann ist es gut. Ja? Ich wollte gerade sagen, da sind ja Themen drin, meine Damen und Herren, wie Autokauf. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man mal mit seiner Lebensgefährtin oder sowas sich einen Gebrauchtwagen aussucht oder so, da gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander. Man braucht teilweise auch starke Nerven, oder? Da braucht man ganz starke Nerven. Also ich weiß, wo ich meine Frau damals ein Auto gekauft habe. Ich saß hin auf der Rückbank. Als Mann sitzt man nicht mehr vorne, wenn man jemand verheiratet ist halt eben. Ach so. Und da kommt es auch nicht drauf an, ob man das Auto irgendwo ökonomisch ist halt eben, sondern es kommt auf ein gutes Radio drin, die Farbe und all solche Geschichten. Ist das so? Ja, das ist so. Also eine Frau guckt auch nicht unter die Motorhaube? Nein, SWR 2, SWR 4 muss drin sein halt eben und alles andere ist egal. Ja. Okay, ich weiß schon, dass wir morgen ganz bitterböse Mails kriegen, aber die gehen auf deine Kappe, Dirk. Gleich erfahren wir mehr, wie denn Frauen ticken und warum Männer überhaupt nicht ticken, meine Damen und Herren. Wir gehen aber jetzt erstmal zum Rosenmontagsumzug nach Lahnstein. Der war nämlich gestern und ich hatte das Glück, ich durfte mit auf dem Wagen des CCO sein, Elverrad. Karnevalistisch bist du da auch unterwegs? Nein, du sitzt da nur an deinem Computer, Schreibmaschine und bist schon am nächsten Buch dran. So ist es. Wunderbar. Ja. Muss auch sein, ja? Jeder so, wie er möchte auf jeden Fall. Ich durfte Karneval feiern in Lahnstein. Frauen ticken anders und Männer gar nicht. Dirk, dein aktuelles Buch. Und ist es im Prinzip aber so, wie es von Jahr her schon immer gewesen ist, dass Männer und Weiblein sich gerne mal frötzeln? Oder hat das damit gar nichts zu tun? Also ich habe vor kurzem eine Rezension gekriegt von der Leipziger Zeitung. Und die Leipziger Zeitung hat gesagt, ich würde sämtliche Männerklischees bedienen. Ach. Ja, genau. Und das ist tatsächlich so. Ich bediene mit Sicherheit sämtliche Männerklischees in dem Buch, aber auch die Frauenklischees. Also ich bin davon überzeugt, dass sich in dem Buch jeder Mann, jede Frau wiederfinden wird und wahrscheinlich auch ein bisschen schmunzeln muss darüber. Also das heißt, man muss auch über sich selber lachen können, wenn ich das lese? Ja, ich musste auch über mich lachen. Da sind viele Geschichten über mich auch drin, über meine Eigenheiten und ja, so sind wir Menschen halt. Ne? Hält sich das denn so ein bisschen die Waagschale oder nimmst du die Frauen mehr aufs Korn, weil du es aus Männersicht siehst? Also ich glaube, ich nehme ein bisschen mehr die Frauen aufs Korn halt eben. Das war verständlich dann aber auch nicht. Ja, so ist es auch. Ja. Das ganze Buch ist auch sehr regional bezogen. Mhm. Was war für dich das Wichtige dabei, dass du gesagt hast, es muss auch bei uns in der Region handeln? Also ich habe damals in Miesenheim gewohnt, das ist eine Gemeinde von Andernach halt eben. Und die Geschichten sind dort passiert und deswegen der regionale Bezug halt eben. Okay. Koblenz, auch ein Bestandteil Koblenz im Buch. Ist auch was passiert drin, da, ohne dass wir zu viel verraten? Ich kann mal, ja, in Koblenz geht es um eine Zugfahrt, in Andernach geht es zum Beispiel um den Einkauf von Frauen, ganz, ganz witzige Sachen. Meine Frau fährt mit mir zum Deichmann nach Andernach und sagt mir in Andernach auf einmal,
wir fahren nach Bonn. Wir fahren nach Bonn in die Filiale zum Deichmann. Ich meine, wieso nach Bonn? Sagt sie, ja, weil beim Deichmann in Bonn gibt es viel, viel mehr Auswahl. Das ist wirklich so, die ganzen regionalen Ketten packen ihre Sachen nach Bonn und weg sind sie halt. Immer. Ehrlich? Nein, natürlich nicht. Ja, aber ich wollte gerade sagen, es ist nicht gleich, es sei denn, eine Filiale ist ein bisschen größer oder so. Nee, absolut nicht. Und ja, das ist halt eben diese Eigenheiten von Frauen und Männern und ich liebe das. Also das, ja. Thema Kochen, auch angespitzt. Ich sag mal, da geht ja vielleicht in der Küche, ist ja auch ein wichtiges Thema, oder? Spülmaschine einräumen oder sowas, oder ist das ein Thema fürs zweite Buch? Ich glaube, das gibt mal eine neue Frau jetzt her. Das ist ein Thema fürs zweite Buch, ja. Perfekt. Das Cover, es ist so ein bisschen, ich würde sagen, 50er, 60er Jahre angehaucht. Hat das einen Grund? Nö, hat der Verlag so gemacht. Okay, also ja, da hast du da keinen Einfluss als Autor drauf? Okay, aber was sagst du persönlich? Also darfst du dann sagen, gefällt mir? Oder sagst du, oh, ich hätte es lieber in Gelb gehabt oder so? Ich darf sagen, gefällt mir. Mehr aber nicht. So, ja gut, aber es ist auch wirklich schön. Ne? Im ersten Moment denkt man so, aber wunderschön. Und ich bin auf die Geschichten wirklich gespannt. Worauf ich auch gespannt bin, meine Damen und Herren, ist, was die Lisa uns jetzt zu präsentieren hat. Sie war nämlich auch karnevalistisch unterwegs und zwar in Neuwied. Und ich gehe mal davon aus, dass sie in Neuwied genauso viel Spaß gehabt hat wie ich gestern in Lahnstein. Und weiter geht es hier bei uns auf dem Sofa oder Leseecke, möchte ich fast sagen. Und wenn ich mir deinen Titel nochmal ganz genau angucke, Frauen ticken anders und Männer gar nicht. Liegt es daran, dass Männer überhaupt nicht mehr ticken können, weil die Frauen anders ticken? Oder wie viel Ironie steckt in diesem Titel drin? Also ich habe mir gedacht, wir Männer sind perfekt. Ja. Ja, absolut. Ich möchte da nicht widersprechen. Nee, wir Männer sind perfekt ist natürlich auch reine Satire. Gibt das wieder, als wären wir perfekt, ist natürlich nicht so halt eben. Ne? Wollte gerade sagen, meine Damen und Herren, das müssen wir auch irgendwie erwähnen, auch in unserem Gespräch steckt natürlich auch viel Ironie drin und was wir so sagen, meinen wir auch wirklich nicht ernst. Man muss immer aufpassen, sonst gibt es wirklich irgendwie die Mails ins Studio. Ja, du hast gerade eben gesagt, deine Ex-Frau ist erwähnt und deine Kinder sind auch erwähnt, aber nicht namentlich, sondern irgendwie deine Tochter dann als Göre etc., wenn sie mal nicht so getickt hat, wie du es gerne gehabt hättest, jetzt bleibe ich bei deinem Titel, hieß es dann, mein Gott, Papa, wie peinlich, du kannst mich da doch nicht einbauen, oder war das wirklich eine runde familieninterne Sache damals? Sie hat gelacht, also sie konnte sehr drüber lachen über die Geschichten, das war okay für sie halt eben. Sie ist halt, wie gesagt, namentlich nie erwähnt worden, auch die Frau nicht, hieß man nur meine geliebte Ehefrau und ja, okay. Okay, jetzt bist du am zweiten Buch dran und da ist deine jetzige Lebensgefährtin, die sorgt ja für ordentlich Stoff. Die sorgt für einiges an Stoff. Also ich, mir fallen gerade ein paar schöne Anekdoten ein. Wir haben einen Sohn, einen Stiefsohn, 16 Jahre alt. Also wirklich richtig herrlich und wir haben Internet bekommen bei uns, Quicks. Und meine Frau kommuniziert aus dem Wohnzimmer in der ersten Etage, 8 Meter Höhe, halt im Unterschied mit einem Komma. Wortwörtlich per WhatsApp mit einem Komma und dann kommt er runter. Also ganz, ganz geile Geschichte halt eben. Komma. Und meine Frau ist jetzt wirklich nicht internetaffin halt eben und sie hat immer wahnsinnig viel Angst vor dem Internet auch und denkt, wenn sie wird immer abgehört und sie kriegt mal Werbung aufs Handy geschickt. Ja, aber sie hat es ja dann nicht geschafft, das Internet zu löschen. Also das ist ja schon mal gut. Nein, das hat sie nicht geschafft. Aber irgendwann habe ich ja auch erklärt, das ist alles gar nicht so schlimm. Das gibt es nicht, dass man überwacht wird. Und dann habe ich auch gelacht darüber und sie fing dann auch drüber an zu lachen. Mein Sohn hat ein Smiley geschickt runter und die Siri hat gelacht und die Alexa hat gelacht und es ist immer auch alles gut gewesen. Ja. Sagst du, dass eigentlich der Frauenhumor und der Männerhumor eigentlich so gar nicht zusammenpassen? Oder gibt es da schon irgendwie Punkte, wo man sagen kann, das passt eigentlich doch ganz gut, man versteht sich vielleicht nur nicht auf Anhieb? Ich glaube, dass der Männer- und Frauenhumor gar nicht so verschieden ist. Also lachen tun sie über dieselben Stellen, auch wenn sie das nicht zugeben wollen. Also der Humor ist ja ähnlich. Ja. Es ist ja auch schön, wenn man überhaupt Humor hat und über was lachen kann. Genau so ist es. Wie ist das für dich? Man muss doch dann auch selber über sich auch lachen können, oder? Bist du da so jemand, wenn dir irgendwas Peinliches passiert, schämst du dich? Oder sagst du dann, es ist so, meine Leute, und alles ist gut? Lacht mit mir? Es steht drin. Also meine ganzen Peinlichkeiten sind in dem Buch drin, wie gesagt, und ich kann darüber lachen. Also muss, glaube ich, auch so sein, weil sonst könntest du gar nicht so ein Buch schreiben. Ich möchte auf dein zweites Buch eingehen. Wie weit bist du da und wie lange wird man da noch ein bisschen drauf warten müssen? Also ich denke mal, bis ich soweit bin, ein halbes Jahr ungefähr noch. Die ersten Geschichten sind geschrieben halt eben, gerade über meinen Sohnemann. Ja, das dauert noch ein bisschen. Was muss denn noch alles passieren, dass du das Buch voll kriegst? Müssen meine Frau motivieren. Okay, alles gut, alles gut. Apropos, wo du jetzt von deinem Sohnemann gesprochen hast, der ist zwar schon 16, hast du gerade erzählt. Wir gehen jetzt mal zu den etwas kleineren, die haben nämlich auch Karneval gefeiert. Und da waren wir auch mit der Kamera für sie dabei.